gemacht, Stefan, ne? Was hast du? Hast du dir gemacht? Q-Tips? Mit den Q-Tips die Ohren sauber gemacht. Ja. Und, ey, wir müssen, du musst für uns echt mal einen Ohrenarzttermin machen, ey. Da kam ja eine Scheiße bei raus. Und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge. Oh, die Map ist scheiße. Ja, ich mag die Map auch nicht. Wollen wir nochmal Rock the Vote? Ja. Die Map ist geil. Naja, sehen wir ja gleich. Ja, Leute. Die Zombine, Alter. Hä? Mach doch nochmal Rock the Vote. Achso. Ausrufezeichen RTWV. Zombine. Kevin. Zombie ja. Fast. Zombie. Kann es sein, dass du gerade jemanden getötet hast? Zombine. Nein. Bist du sicher? Wir haben hier diese komischen Roboter abgeschossen. Also wen? Zombie? Ja, aber da vorne ist ja. Der umgefallen. Ah! Und der auch. Lol. Aber warum? Ich hab meine abgeknackt. Oh, Peter, ja, okay. Ey. Warum bist du so scheiße in deinem Kopf? Ich mal, Peter. Weil wir doch die Map wechseln wollten. Du bist wieder ja, nur stimmt. Hier... Ich hab ja auch auf den Kevin geschossen, deswegen... Wir waren schon lange nicht mehr hier. Ich sag, wir waren schon lange nicht mehr. Das stimmt. Oh. Dann waren wir schon lange nicht mehr hier. Sabrina? Okay, ich will. Gut. Ach, die ich wäre Traitor gewesen! Ich wäre jetzt Traitor gewesen, ihr Schweine! Da regst ja. Du dich auf, ich war gerade ja, auch Traitor. Da regst du dich auf, ihr wart alle schon Traitor außer ich. Okay, also welcher Skin war das? Warst du da vorne in der Runde? Das stimmt überhaupt nicht. So, jetzt bin ich wieder da mit Skin aussuchen, ne? Warte, Butterworld warst du auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Da ja, und gerade eben auch noch. Was für ein Skin hattest du, Kevin? Das stimmt auch. Zombine. Zombine? Ja, Bild. Zombine ist voll süß. Zombine vor allem so frage ich mich, ob mit der Headshots funktionieren, weil die einfach keinen Kopf hat. Oh, ist das mies. Ja. Ausprobieren, Peter. Alles ja, klar, Peter, Testobjekt. Ne, wer steht hier ja. Neben? Kevin, komm mal her. Ich bin noch im Bildschirm. Es ist doch noch preparing. Ich bin im Lua. Da kann doch noch gar keiner sterben. Ja, aber die Map mag ich. Ich bin im Lua. Wenn ich hier ja. Tot wieder reinkomme, dann raste ich aus. Wenn ich da jetzt liege. Die Map mag ich. Ach, die. Der Kopf ist geplatzt. Oh, die ist aber schön. Beruhige dich. Nee. Ich halte die heiligen Hände über den Kopf. Ich halte das alles in meinem Kopf nicht mehr aus. Oh mein Gott. Ich halte es nicht aus. Wenn, dann mach das bitte hier. Hier, warte. Wo? Ach ja, das ist ja... Hier stehen Kreuze, das ist eine Religionsmap. Wo? Oh, Alter! Wo? Sabu, wo? Komm mit zusammen. Wo denn? Ah. Wo? Sabu, hinter dir. Sabu! Ich will auch wissen, dir. Wo. Oh, komm hier. Ja, hier, komm mit. Komm mit. Ja. Warte. Ja. Ja, stimmt. Oh, ja, stimmt. Oh. Ich will da auch. Ich will auch meinen Gott anbeten. Ah, ja, hier. Genau, das hab ich gesehen. Unheiligen. Wir waren geboren, um zu leben. Kevin ist es. Ich bin Thomas. Thomas erwischt, ja. Thomas ist unter mir hergefallen. Hey, ich bin nicht Kevin. Achso, nee, okay. Hey, der war hier. Aber hier. Der ist doch hier weg, oder? Ja, der ist irgendwo rumgelaufen. Ich hab gesehen. Irgendwo ist so eine hässliche Zombie rumgelaufen. Kann nur Kevin gewesen sein. Hat ihr alle für einen Dreck labert, ja? Wo ist er da jetzt hin? Ich hab doch eben noch was gesehen. Ja. Ich muss das übersingen, damit es nicht eine Beschwerde gibt. In einer Runde waren wir nämlich zu still. Vor dich, der ist da drin. Ah! Bei mir ist nicht aua! Aua! Das kenne ich irgendwo her. Was denn? Ich hab zu laut geschrien, ich hab nichts gehört. Achso. Dann hör doch auf, so laut zu schreien. Nein, das macht Spaß. Mach leise. Ah. Satanas, Luciferus,
Diablo. Mögen wir den Teufel aufbeschwören. Wie ein Stern. Da ist er schon. Aus einer vergangenen Zeit. Alter, ey. So langsam kann ich die anderen verstehen. Hä? Wundert euch nicht, wenn ich gleich nicht mehr mit euch rede. Ich habe euch dann gemutet, aus Versehen. Aus Versehen, natürlich. Ich dachte das auch immer vorher schon. Aus Versehen. Schon an, dass wir was aus Versehen passieren. Ja, ihr könnt aus Versehen, könnte ich euch erschießen. Ach, ich stehe. Oh, ich hab ja noch einen Backofen da noch. Seit wann? Den ganzen Abend? Ja. Liebe Gemeinde. Ah. Lass du musst in den anderen zusammenfinden. Die Unterweltgemeinde oder die also die Heilige Gemeinde? Oh. Nein, die Gemeinde. Die Gemeinde. Die Gemeinde, lasst uns zusammen aus der Seite 436. Lasst uns zusammen saufen. Ach, das hat ja echt gar keinen Kopf. Ich dachte, das wäre nur so ein reingedrückter Kopf. Das ist ja witzig. Ach so, nee. Ja, ich finde das hier auch witzig. Ein bisschen Kiefer ist noch weg. Stimmt. Hallo Meister! Mein Schatz! Warum hat der Stefan eine Melone in der Hand? Da haben wir dir aber was gezeigt. Ach nein! Ich wollte, dass ihr da direkt vor der Melone geklatscht werdet. Schade, ich wollte was testen. Aua, mein Kopf ist da schon weg! Ja. Aua. Autsch, aua. Meinst Hallo. Du der von, wie hieß der denn nochmal? Von Harry Potter, der Kopflose. Fast kopflose Nick? Nee. Kopflose Nick. Fast kopflose. Nein, der kopflose Nick. Der. Der im Wasser. Aber hieß der nicht im ersten Teil Kopflose und danach an Land. Fast Kopflose? Ich meine, er hat seinen Namen gewechselt. Meinst du? Ich meine, im ersten hieß er schon fast Kopflose, Nick. Ich spiele auch gerne mit meinem Zauber. Aber kann auch sein, hast du auf Deutsch auf Englisch geguckt? Auf Deutsch. So ganz leise, ich spiele auch gerne mit meinem Zauberstab. An der Nordseeküste. Ich hab nichts getrunken, wollte ich mal sagen. Außer hier Wasser mit Geschmack. Ach, ich hab innerhalb von den Stunden jetzt hier ein Glas Met getrunken. Also ich meine. Alter, du bist doch randvoll, wie sonst das. Ja, genau. Die anderen sind bei so still, wir müssen die wieder einbeziehen. Bier. Ich glaube, wir sollten. Ich hab das rausgefunden. Wir sollten mal wieder aufhören, sonst sind die anderen zu still. Guck mal, Kevin. Ja, guck mal, hier das Gitter, ne? Ah. Das ist ja sonst immer das Gitter hier, das ist Matrix. Pass mal auf. Also, ich bin jetzt tot. Siehst du das? Nein. Ja, da fliegen die Kugeln noch, die sind so, fliegen in der Luft. Nein, ich sehe es nicht. Echt nicht? Oh, da, ja, jetzt. Wo? Das ist das Matrix-Gitter. Wo? Jetzt links, Leute. Da rein und dann links. Das Matrix-Gitter. Das ist Neo, oder was? Ja. Also raus. So.
Weiß nicht, ich glaube, Kevin würde weiterreden. Leider konnte ich den Namen so schnell nicht sehen. Na! Kann man ja auf der Web nichts übernehmen? Ich glaube nicht. Vielleicht in der Kirche. Was seid ihr mal alle AFK? Hört doch mal auf damit. Richtig. So, ich bin jetzt ein Busch. Zimmer, Zimmer. Ah ne, bist nicht Zimmer. Okay, warte, warte. Lass uns Sabu-Tennis spielen. Okay. Und Kevin freut sich darüber, dass er jetzt einen Thomas da reinballern kann. Och, Kevin. Ich hab auch eine Crowbar in der Hand, so. Okay, mach mal jetzt Stopp. Warte. Also. Oh. das war jetzt gemein. Alter! noch? Oh, warte. Ja. Warte, ich versuch Sabo wieder nach oben zu schleudern. Schubst du mir die nochmal runter? So lange, bis sie tot ist, weil sie Traitor ist. Ja. Hier, kann man hier einen in die Ecke gehen, dass ich die zu dem schlagen kann und dann darüber? Oh Mann, ich wollte dich runterschubsen. Warum springt ihr denn da selber runter? Ihr Schweinchen. Ja, ja. Hör mal auf. Okay. Ich glaube, sie ist wirklich Traitor, oder? Sonst hätte sie doch einer von uns schon gemacht. Das Problem ist, ich glaube, das geht nicht mehr. Also gerade hatte ich es einmal, kurz als ich oben drauf stand. Warte mal, haben wir eine Disco? Ich wollte gerade sagen, wir brauchen eine Disco. Guck mal. Eine Disco. Moment. Gibt's hier Disco? Nee, ich habe keine. Auch keine. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal Granaten gesehen habe. Als ich gerade auf hier drauf stand, ging's einmal kurz. Ich probier's noch. Ich hab eine. Ja. Nice. Dann gehe ich mal einen Schritt zurück, bevor ich da ich eingequetscht werde. Kann sich einer hier hinstellen? Wo? Einfach hier direkt hinter Sabu, damit die nicht nach hinten wegfliegt. Ja. Warte. Ja. Okay, ich stelle mich hier hin. Au. Hat geklappt. Die ist nicht mehr ganz an der Wand. Wenn du jetzt von da direkt ganz rechts, ne, weiter rechts, ja, so. Ach. So. Alter, ne. Peter, ey. Du musst das alles immer kaputt machen. Du kannst es einfach nicht lassen. Wir hatten gerade so viel Spaß. Und dann wunderst du dich, dass wir so eine Scheiße dann rumsingen und Pascal betet und so. Wir hätten die Nachricht nicht mal weggekriegt, deswegen wollte ich eine neue Runde starten. Ja, genau. Das ist nicht wahr. Das ist überhaupt nicht wahr. Man muss ja, weißt du, wir hätten ja noch Zeit gehabt. Weil der Peter muss ja an seine Punkte denken. Ja, ja. Als ob dir das irgendwas bringt. Sagt der Nächste, der gleich einen Thomas macht. Ja. Bing, 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 bing! Nicht runter! Warum? Wir spielen jetzt auch nicht Tennis. Stefan, das ging ja wohl ganz klar nach unten. Okay, warte. Klatschen gehört hat. Ah! Ich dachte, das wäre Peter. Ich hätte natürlich lesen können, aber. Was? Ey, das ist unfair. Ich hab nur Magnetostick. Du hast doch gerade noch eine Waffe. Also, ich bin jetzt gestorben. Du bist beim Hochfahren gestorben. Ja, du wurdest vom Aufzug zerquetscht. Aber beim Hochfahren? Ja. Nee, Sabrina, du wurdest nicht vom Aufzug zerquetscht. Doch, wurdest doch. Beim Runterfahren aber. Ja, beim Runterfahren. Die anderen beim Hochfahren. Ja, aber wie wurde man denn beim Hochfahren? Ja, indem du dazwischen geklatscht bist. Warte, ich demonstrier's dir. Warte. Oh, hat nicht geklappt. Aber ich habe jetzt Schaden. Da, ich demonstriere es euch. Nö, dann halt nicht.
Ja, ich bin doch hier. Nochmal versuche ich es nicht. Irgendjemand hat den Aufzug wieder nach unten gezogen. Hey. Hey da, ich bin besser bewaffnet als du. Aber das hast du eben auch gemacht. Hä? Warte. Alter! Was ist hier los? Zimmer, hinter dir ist auch noch einer. Ah! Was? Ja, mach noch eine, wa? Ja. Ja, dann nächster mit Skin aussuchen. Nein, Camel, das war das mal. No. Jo, Camel ist, glaube ich, gut. Stefan, Glückwunsch zum Sieg. Was für ein Sieg? Achso, ja. Okay, danke. Aber der Aufzug war echt fies. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Kann man anders sagen, ne? Ja, ja. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Bin kurz AFK, komm sofort wieder. Oh, was ist das los? Immer der Peter AFK. Ich muss eben pinkeln. Aber der Peter ist nur am AFK gehen. Ich muss eben pinkeln. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Boah, hier waren wir schon lang. Sabrina, warum sagst du die ganze Zeit, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Liegt so viel Erdnuss-Scheiß rum. Kann man nicht nehmen. Erdnuss? Erdnüsschen habe ich. Ich hab die Erdnüsschen im Teigmantel und ich hab das schwarze Pfeffer-Erdnüsschen immer noch. Der isst die Erdnüsschen im Teigmantel mit seinen Batschehändchen. Ja, die sind wirklich ein bisschen batschig. Ich muss die, glaube ich, mal waschen. Ja, vom Zocken und Ablecken und Nüsschen essen. Ja, ja. Dauer wird das ekelhaft. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Alter, ist das lange. Was denn? Bei dem Preparing. Achso. Ja, die erste Runde gemacht. Innocent. Ich auch. Da waren wir beide kurz überlegt, hä? Ja, ich dachte auch so, komm, zieht jetzt einfach durch. Irgendjemand steht also am Rand und ihr wolltet die runterschubsen. Nein. Nicht ganz. Machen wir ja eigentlich einen neuen Skin oder machen wir so weiter? Aber mach jetzt, das war ja eine kurze Runde. Komm, wir gönnen es dir. Ja, ja, ja. Oh. Nee, jetzt nicht mehr. Oh, scheiß Pistol immer, Alter. Nee. Was willst du hier? Geh weg, Stefan. Das ist mein Auto. Kauf dir einen eigenen Minivan. Okay. Ja, ich hab einen gefunden. Der hat übrigens ein echtes Auto. Ich hab einen Minivan gefunden. Oh. Gay. Gay? Nee. Ich hab verstanden, dass der Kevin gesagt hat. Achso, ja, 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 ich weiß, aber ich hab einfach nur widersprochen. Achso. Echt, warum sollte ich sowas sagen? Weiß ich auch nicht. Die Nüsse sind immer so lecker. Kevin. Hi, Zimmer. Peter. Hältst du bitte, hältst du bitte, hältst du bitte hoch. Du kleiner Schlingel. Hey, okay, ho, okay. Ho, ho. Weißt du was? Das Spiel kann ich auch. Das Spiel kann er auch. Ja. Was ist denn noch? Wenn du das sagen, ja auch schon auch. Seit einer ganzen Weile. Ja. Nein. Doch. Nee. Ich wenn das nicht könntest. Ist aber runtergefallen. Es sieht so aus. Oh Mann. Peter. Oh, der enttäuscht mich. Fuck. Idiot. Lebst du noch, Peter? Ja, ich meine, der ist unten wieder reingelaufen. Ja? Ja. Ich hab's ihm versaut. Aber ganz, ganz knapp. Weiß irgendwer, wo Stefan ist? Ich höre ihn snipen. Oder irgendjemand snipen. Ja. Ich hab's auf mich wurde geschossen. Zimbel hat eigentlich eine Schrotflinte in der Hand. Ja, den sehe ich. Ich hab ne M16. Peter, sag mal deine Waffe. Was? Sag mal deine Waffe. Aber nicht so, nicht töten. Ey, bei mir hast du gar keine in der Hand.
Ja, warte, ich nehme mal die Shotgun. Ah, okay, gut. Was ist da denn da oben? Was denn? Da ist was Schwarzes an meiner Decke. Achso, ich dachte, das ist der Kevin da hinten. Ja, ich bin hier hinten. Ist doch... Peter ist fast tot. Ja. Wenn das ein Fussel ist, dann wundere ich mich, wie der da hochkommt. Da schmeißt du dir gerade die Erdnüsse in den Hals und dann siehst du auf einmal oben so einen schwarzen Punkt. Ah, das ist gebummt. Lecker. Peter? Du bist jetzt nicht schon wieder runtergefallen, oder? Doch. Sorry. Komm jetzt mal hier raus. Warum komme ich wohl gerade die Treppe hoch? Also ich glaube, das Ding ist, dass der Traitor nur noch nicht angefangen hat zu töten, weil der nicht wusste, wo ich bin. Oder Sabu ist Traitor. Ist Sabu überhaupt schon da? Das kann sein, aber wo ist Sabu? Ist die nicht gestorben? Noch nicht drauf. Noch nicht drauf? Doch, die ist drauf. Doch, doch. Der hat doch ganz am Anfang eine Granate auf mich geworfen und ist dann ja doch eben runtergefallen. Hä, du hast eben noch gesagt, oh, die ist runtergefallen. Die hat näher gerufen. Zimmer? Kannst du aufhören? Also ihr seid da gerade zu dritt in einem Gebäude und ich pimmel hier alleine rum. Wollte ich nur mal anmerken. Der Stefan kommt zu dir. Okay. Der kommt gerade in dein Gebäude rein. Bist du sicher, dass er es ist? Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Aber warum sollte jemand zu mir laufen? Gute Frage. Soll bloß wegbleiben. Hat jemand das Mikro weggelegt? Oder so? Kann sein. Warum vielleicht? Nö. Stimmt, oder Sabrina ist wieder da. Hallo. Hallo, Sabu. Ist das dein Ernst? Bleib weg! Ja, was kommst du hier hoch? Du hast auf mich geschossen. Ja, du hast auf mich geschossen. Du hast nur nicht getroffen. Ja, das war Pech. Das war nicht. Nee, das war aber Absicht, dass du. Also, das war keine Absicht, dass du mich nicht getroffen hast. Was ist denn mit euch los? Der schießt mich auf 61 runter und behauptet dann, das war keine Absicht, nachdem er quasi eine halbe Minute gewartet hat. Nein. Was? Was? Ich habe nicht gesagt, das war keine Absicht. Ich habe gesagt, das war von dir keine Absicht, dass du nicht getroffen hast. Du hast nämlich geschossen, aber ich bin früher zurückgelaufen. Deswegen hast du nicht getroffen. Du hast aber zuerst geschossen. Und deswegen schießt du dann nochmal absichtlich auf mich drauf. Nicht nochmal, sondern einmal habe ich auf dich geschossen. Ja. Absichtlich auf dich, ja. Habe ich gemacht, weil du auf mich versucht hast zu schießen. Hast halt verschissen, aber... Ich hab halt getroffen. Aber hättest du getroffen, du wolltest treffen. Da kommt ein Schaf rein. Okay. Also ich war nett. Du hast ja vielleicht gesehen, von wo es kam. Kevin? Jetzt hätte es Schaden gemacht oder ist jemand runtergefallen? Hallo! Manu! Hallo! Rede mit mir! Raider! Show, Kevin! Schaf ist, glaube ich, so Pascal. Nee. Gut, dann halt nicht. Mist. Ja, hast du nicht, hast du verschissen. Nein! Hast du falsche Funktion gewählt? Yep. Aus Versehen. Ja, passiert. Vielleicht.
Machst du das jetzt wieder? Weil noch einen Versuch hast du ja. Aber kannst du keine Bombe mehr leisten. Richtig. Hm. Das ist, und ich habe gerade die falsche Waffe gekauft. Oh, aber was hast du denn gekauft aus Versehen? Den Selbstzerstörungsbombe. Ach so, ja, das habe ich auch eben gemacht. So eine Metal-Bombe wollte ich holen. So ein Metal-Ding, ja. Aber hat dann nicht geklappt. Och nein. Also. Das war aber. Ich hatte den Platz mit dir getauscht, weil ich wollte, dass du offen stehst. Aber ich wusste nicht, dass du direkt auf mich schießt, weil du mich siehst. Tja. Ich wollte dich eigentlich hier hinstellen, damit ich dir die Tauben in die Fresse schießen kann. Oh, warum willst du immer Tauben in die Fresse schießen? Weil Tauben toll sind. Aber ja, Feuer und Schaf, Alter. Aber die stirbt dann doch dadurch. Nee. Alter, wer schießt auf mich? Kevin, du schon wieder? Hast du wieder? Hä? Hä? Ich habe überhaupt keine Waffe in der Hand. So, wer hat denn hier geschossen? Geschossen. Geschusst. Hallo. Und gerade hatte ich auf dich geschossen, weil es halt eigenartig gewesen ist, dass du genau da hinkommst, wo ich hinkomme. Ich dachte mir das schon, so was machen eigentlich schon Trader. Ich habe das Haus durchsucht. Oder was? Ach so, Stefan. Nee, gerade bei Stefan. Ja, aber anscheinend ist das ja falsch, was du dann gedacht hast. Deswegen musst du ja jetzt in Zukunft deinen... Es ist selten, dass es nicht so ist. Na... Es ist selten. Ich hab das Haus durchsucht, um zu gucken. Ich dachte, ich hab eigentlich mit Peter und Pascal gerechnet, dass die da sind. Ja, aber die haben doch schon. Aber Peter hatte ja schon angekündigt, dass du zu mir kommst. Und ich hab die anderen beiden beobachtet. Das war halt sehr, sehr. Naja. Aber siehst du, war falsch. Ja, wie gesagt, das ist sehr selten. Nee, eigentlich nicht. Ich werf jetzt hier den Tisch raus. Alter! Das war klar. Ich schmeiß auch immer Tische aus dem Fenster, wenn ich das kann. Das macht Spaß. Ja, aber gerade wirft hier auch einer mit Diskos rum, also gehe ich von dem Fenster weg. Sabrina? Da. Ja. Nein, der Pascal ist es. Ich hab gerade im Auge, mein Auge hat gejuckt. Ich entdeck die deine Ecke und dann sagt die, mein Auge hat gejuckt. Ja. Oh, ich hab jetzt Licht an. Ja, hast du nicht im Trader, hast du im Trader-Shop nicht gesehen? Sag mal nicht, wa? Das Licht an. Den Tisch hier nicht hochgeschoben. Sag mal nicht im Trader-Shop. Peter, helf mir mal, Sabrina, den Tisch hier hochzuschieben. Trader. Nee. Aber Pascal, du hast mich da eben, weil damit ich offen stehe, teleportiert, aber danach ist doch direkt aber explodiert. Okay. Alter! Okay. Peter wird schon mal nicht, der ist bei mir. Ich weiß auch nicht, war mit dem Rücken zur Explosion. Da ist bestimmt Pascal. Pascale. Pasquale. Genau, Pasquale. 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 Wir haben's gleich. Was denn? Aber warum sagt Peter eigentlich nichts mehr? Das ist eine gute Frage. Ich rede, ich hab's einfach nicht gemutet. Was hast du denn, was war denn jetzt, Peter? Du hast bestimmt. Ich hatte gesagt, mit dem Metal-Ding, das war entweder Pascal. Kevin war es nicht, weil Kevin direkt neben mir stand. Oder Sabu, weil sie es eben auch schon mal eingesetzt hat. Ja, gut, aber danach hat's ja auch schon mal jemand anderes eingesetzt. Nein. Doch. Ja, ich. Ja, siehst du? Ja, aber ich war's. Irgendwas ist von mir gerade runtergefallen. Ich weiß nicht was. Komisch. Also da, wo ich jetzt Pascal vermutet habe, ist er nicht. Pasquale. Rutsche ich gerade auf dem Tisch mit dem Tisch? Ja. Okay. Warte, ich surfe. Das ist Bierbank-Surfen, wie ich's kenne. Gott, ich habe ewig kein Bierbank-Surfen nicht gemacht. Peter? Ich habe Sabu getötet. Ja, das macht dich jetzt verdächtig. Naja, da der Sarg von unten kam und sie von unten kam. Zirbe. M16, ey, ich hasse sie. Das ist nicht schwierig, oder? Nee. Nein! Schwierig, wa? Ey. Guck mal, ich war gehandicapt, Pascal.
Weißt du, bin ich hier ganz gehalten. Ja, ich bin Maschine, Mann. Sabu, ich musste dich halt gerade töten. Der Sarg kam wirklich von unten und du kamst halt dann genau hoch. Toll. Ja, ich stand mit dem Radar im Keller und habe gewartet, bis er sich aktualisiert hat. Ah ja, da stand wieder im Keller rum wie so ein Creep. Weißt du, durch die Wände schießen mit der Taube. Und ich war am Bierbank surfen. Mit Tauben kann man nicht durch Wände schießen, Peter. Aber das habe ich doch... Das hat ja auch keiner gesagt. Doch, hast du gerade. Mit Tauben durch Wände schießen. Ja, hast du durch die Wände schießen. Dieser Satz alleine. Tauben durch Wände schießen. Ich knall mich. Warte, gibt's ja gar nichts. Mann, ich bin schon wieder kein Trader. Stefan. Warte. Stefan ist Trader. Ich wollte mich verarschen. Kevin, hat eine Pistole. Ja, eine Pistole, soll ich mal damit schießen? Das. Alter! Ich vertraue dir, vertraue ich. Brauchst du keine Angst, so am Stefan ist es nämlich. Warum steht Sabrina hier schon wieder rum? Weil die im Shop ist. Ich glaube nämlich auch. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Ich hab wieder... War das ein Rülps oder ein... Was? Ich war gerade alter Höhle ausgesetzt. Oh Mann, ey. Auweia! Auweia! So ein Scheibenkleister. Verflixt und zugenäht. Herr Jemine. Ach, lieber Herr Gesangsverein. Ach, du liebes bisschen. Aus dem Haus raus. So ein Schlamassel, aber auch. Mickey Mouse Crackhaus. Liebes Lieschen, la 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 la. Lass die Gänse. Kevin, Vorsicht, Sabo ist hinter dir. Der kleine Pasquale. Der ist links neben dir. Pasquale. Schlafen will. Ja. Boah. Alter! Entschuldigung. Was macht ihr? Ich hab fast die erste fucking... Ich hab Peter. Ich hab ihm aufgelauert. Und dann schießt er plötzlich auf ihn. Was? Wenn man jemandem auflauert, schießt der? Ja. Richtiger Dickmove. Dabei, wenn ich Trader wäre, wäre er schon längst tot gewesen. Langs. Und das war noch ohne Beweis, dass er erst war, weil ich das dann nicht gekriegt hätte. Ja, ja. Es langt! Es langt! Ah! Hallo. Oh, Sabrina ist es. Sabrina verfolgt mich schon wieder. Da schmeißt jemand einen Tisch raus. Ah! Hilfst du noch? Ja. Okay. Ja. Tisch und Sabrina rausgeflogen. Ja, es ist fast zeitgleich. Richtig mies, Alter. Ich dachte so, hoffentlich ist da die erste Etage da, wo man rausfallen kann. Weil das könnte man doch überleben. Ja, gerade so. Aber jetzt siehst du mal, du hast mich verfolgt. Und das passiert. Ich mich in die Ecke gedrängt fühle. Ach nee, du bist das nicht. Ich sehe Pascal. Ich sehe Kevin. Sabu war gerade neben dir. Oh, Sabu ist wieder neben dir. Ja. Gruselig. Kevin? Ja? Wo ist dein Kopf? Das ist so eine Mindblow-Geschichte. Ich weiß nicht, ob du die hören willst. Ich muss mal kurz meine Nase putzen. Nee. Weil läuft was aus meiner Nase raus. Kannst du dir die Nase putzen, wenn du keinen Kopf hast? Nicht schießen. Danke. Wo bist du denn? Da schießt jemand. Ja, oder ich hab's gehört. Hab ich auch. Ich höre Schritte. Das war bestimmt der... Ah, der kopflose Reiter! Nee, ist ja gar kein Reiter. Hat nur keinen Kopf. Und hat der nicht eine Axt? Nur der Kopflose. Der Kopflose. Oh, ich bin heute irgendwie so kopflos. Oh, Peter war's nicht. Dann war's Kevin. Zimmer, du bist doch hinten im anderen Haus, oder? Ich bin hier hinten, ja. Ja, und da Sabu gesagt hat, Alter, und dann gestorben ist. Peter, jetzt bin ich natürlich geschwächt. Oder ist es Peter? Nee, ich hab gesehen, wir waren zusammen in einem Raum, der war es. Du hast es vielleicht gesehen, aber ich nicht. Ich habe nämlich genau was anderes gesehen. Ah. Ich habe genau gesehen, wie der Peter da das gemacht hat. Dann suche ich jetzt einen Peter. Ja. Ich hab's genau gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Peter, dann bist du jetzt fällig. Brudi.
Da, okay, ich glaube, er ist es dann letzte Mal. Was? Ja, als ich hierhin teleportiert oder sowas. Was? Kannst du das nur von mir denken? Okay, das ist natürlich. Schon alleine Gedanke allein macht dich verdächtig. Jetzt wird's wirklich komisch. Warte, Kevin lebt ja auch noch. Ach so. Kevin lebt noch. Warte, gleich schießt mir Stefan einfach in den Rücken. Er würde es tun. Glaub mir, Peter. Der Stefan ist so einer. Dem kannst du nicht trauen. Das ist ein Böser. Kevin, man hört dich nicht mehr so gut. Da muss ich was machen. Ich greife ein. Ja, bitte greif ein. Kann nichts mehr machen. Ja. Hoffentlich kannst du noch was machen. Da ist ein Pommes über mir. Oh. Was war das denn dann? Da kam Thomas geflogen. Ja, aber warum? Was macht ihr denn da? Das ist nicht. Kevin, bist du noch anwesend? Nein, ich war's nicht. Oh, dann Peter oder was? Der kam. Ja, der rennt ja auch noch rum. Sag doch, der Peter ist böse. Seid ihr noch zu zweit? Nein. Ja. Na. Wieso versteckst du dich denn so? Nein. Das wäre jetzt der Moment gewesen, ich musste nachladen. Ich habe keine Muni mehr. Das stimmt doch gar nicht. Der einfach lügt. Ja, in der Pistole hatte ich noch. Tut mir leid, Stefan, du saßt so voll verdächtig in der Ecke und ich dachte, du bist der Kevin. Kommt da so rausgeschlichen. Genau. Das ist schwierig mit einer Pistole auf die Entfernung, weißt du das? Glaube ich dir gern. Aber wie Toyota schon sagte, wir schaffen das. Das ist gut. Bist du? Geh dich doch einen Scheiß an, Alter. Respektier mal meine Privatsphäre. Nee, meine Aufgabe ist es, dich zu töten. Also interessiert es mich, geht es mich schon was an, wo du bist. Nee. Um es mal mit Sabrinas Worten zu sagen. Nee, das wäre dann eher so ein Nee! Du musst das dann auch schon richtig ausdrücken. Ja, das stimmt. Wieso lacht der Peter im Hintergrund die ganze Zeit? Weil wir wahrscheinlich in einem Kreis aneinander vorbeirennen oder sowas. Echt lustig wäre, muss ich sagen. Absolut. Ich hab gegähnt und jetzt mute ich mich. Oh mein Gott. Jetzt ist er wieder beleidigt. Direkt angepisst, jetzt mute ich mich. So, boah, wichst dir doch wieder ein. Beleidigt. Gott, irgendwo, mit Sicherheit. Meets. Ja, wo chillst du jetzt? Hier und da und ein bisschen dort. Geil. Ja. Überall ein bisschen. Wer ist ein süßes Kätzchen? Du bist ein süßes Kätzchen. Okay. Boing. Boom.
Da. Oh, mein Rücken juckt. Sekunde. Spielpause. Ja, Spielpause. Hier ist Freio. Gab's diesmal keinen Haste-Mode oder haben wir den schon? Den hast du schon ablaufen lassen, Kevin. Ach so. Ich dachte gerade, hä? Warum geht Kevin jetzt da in die Defensive und versteckt sich da im Haus? Wollte ich nicht. Wollte ich nicht, habe ich aus Versehen gemacht. Nö, ich habe eigentlich ja. eine Sniper gesucht. Ah, ja, ich habe keine gefunden. Heil dir, Sniper. Aber Zillow, das war super. Du kommst da hoch. Stefan versteckt sich da wegen Kevin. Ja, ich nehme dir das nicht übel, Pascal. Das sah voll verdächtig aus. Ah ja, kann ich auch verstehen. Du wusstest ja nicht, in welcher Etage der Kevin war. Nein! Oh. Der ist vom Haus gefallen. Der wollte den Tisch auf Seite schieben, ist nach hinten und ist runtergefallen. Da kommt... Ah! Ah! Was kommt da? Eieiei. Da ist der Kevin wieder. Hallo. Der Kopflose. Das ist aber tatsächlich mal ein Skin, Kevin, der wirklich zu dir passt. Hallo. Nein, Kaito! Okay, da Kevin gerade war, ich es nicht bin, würde ich auf Sabu oder Stefan tippen. Also Peter, das Argument. Mal an alle. Das Argument, dass jemand schon mal war, weiß doch nicht, dass er das nicht nochmal sein kann. Leute, ehrlich, meint ihr das ernst? Ehrlich, ja, wegen... Weil Peter, das ist einfach Zufallsprinzip. Da kann jeder auch fünfmal hintereinander kommen. Ich hab noch nie Peter es schon mal hatte. Nein, ich habe noch nie erlebt, dass einer fünfmal hintereinander war. Oh, das war doch nur ein Beispiel. Aber das ist ja Zufallsprinzip. Wie oft wir da schon hatten, dass jemand zweimal hintereinander war oder dreimal. Das war ein Scherz. Ich war doch schon mal fünfmal hintereinander. Ich denke, das war nicht so. Also Peter, bist du Trader oder was? Ja, der liegt nämlich. Alter! Ja. Peng, peng, peng. Ja. Ja, ey! Unglaublich hier, unglaublich. Hab dich an der Wand genudelt. Da sag ich jetzt mal gar nichts zu, Peter. Hör auf. Geh weg. Warum? Verschwinde! Nö. Sabrina, die lauert mich schon wieder auf. Nö. Doch, tust du. Na, ich will hier sein. Ey, du Wichser! Die hat mir aufgelauert. Du hast jetzt allen erstes... Okay, Stefan hat Sabu vom Haus geschubst. Ja, aber die hat mir aufgelauert. Stefan hat Sabu vom Haus geschubst. Die hat mir aufgelauert. Ja. Ich würde jetzt wieder ein Ausschlussprinzip bringen, aber das gefällt Stefan nicht. Ja. Was für ein Ausschlussprinzip? Naja, Peter hätte mich gerade mit Leichtigkeit abknallen können, ohne dass es irgendwer mitgekriegt hätte. Ja, aber das ist ja auch schon wieder... Das gefällt mir nicht. Ja, das habe ich ja gesagt. Ich dachte ehrlich gesagt, wir sind in einer anderen Ebene. Ich dachte, wir sind eine weiter unten. Oder zwei. Da ich Peter ausschließe, deswegen. Ich meine, es muss nichts. Okay, also wer es jetzt ist. Ich habe nur die Waffe fliegen sehen, aber es sah schon gut aus. War es ein Bumerang? Es war ein Bumerang. Komm schon, Stefan, sag mir, dass es ein Bumerang war. Ach, schade, du hast es überlebt. Lass mich jetzt ja voll daneben geworfen. Ach so, ja, wusste ich nicht. Ja, ich aber. Okay. Ja! Hast du gut gemacht. Ja! 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 Nein, ich bin Fehler schon, warte! Ja! Nee! Mann, ja! Aber es hat sich schön angehört, wie Sabo auf einmal geflogen ist. Ich musste es einfach tun. Das verstehe. Ich hätte es auch als innocent gemacht. Flaschenlimo war ein Verräter. Ja. Jetzt nicht mehr. Ey, ich war noch nicht einmal Traitor in dieser Runde. Alter, Peter ist Traitor. Immer. Aber Zimmer sah schön aus, wie du rückwärts gegangen bist. Ich weiß. Okay, Pascal verfolgt mich. Wir sind im mittleren Haus auf der Map. Im mittleren Haus. Wir sind. Ja, also Sabrina steht ja schon seit sage und schreibe 30 Alter! Sekunden. Alter!
Wow! Ah, und kaum erwähnt man, verbergst du das. Ist ja witzig, du. Ja, aber gerade was am Schreiben. Alter! Alter! Jetzt steht hier wieder darum. Ja. Du bist ein Trader Shop? Ich glaube, die ist ein Trader Shop. Die ist aber jetzt zu müde, um es zu verheimlichen. Ja, wahrscheinlich. Sollen wir nicht töten? Sollen wir nicht. Ja, Alter! Das war ich nicht. Alter! Ich hätte Kevin also. Oh, der hätte schon einen Vogel im Kopf gehabt. Nein. Aber warte mal, ja. Mein Ausschussverfahren hat ja eben gewirkt, ne? Dass es Stefan oder Sabu sind. Ich sag jetzt, ist es Zimmer oder. Ich sag jetzt, ist es entweder Kevin, Pascal, Peter oder Sabrina. Ja. Ich sag auch. Also, das Ausschussverfahren ist, glaube ich, ziemlich. Ich würde mich gegen Stefan tauschen. Ich sag Sabrina. Einfach also weil die jetzt Kevin. Schon fast eineinhalb Minuten werden. Lang nichts gemacht hat, außer in der Gegend rumzustehen. Ja, okay, dann sag das jetzt gesagt? So. Wir haben jetzt alle jemanden verdächtig, aber Kevin hat nur Sabrina verdächtig, damit hat Sabrina die meisten Stimmen. Irgendjemand hat, also ist sie der Impostor. Nee, der, ja, genau. Ihr habt ja einfach nur irgendwen verdächtigt, weil ihr habt ja noch Sabrina, nicht mal du fliegst raus. Ich hab übrigens Wieso mal. Du hättest die ganze Zeit darauf rumgeschubst. Ich hab übrigens mal überlegt, ja. Hier für TTT, vielleicht gibt's da so eine Mod, dass es ist, wie, dass man. Nein! Wie bei Among Us, dass man irgendwelche Aufgaben erfüllen muss. Ich hasse dich, Zimme. Und der Trader hat nur die Zeit, bis die Leute hier die Aufgaben gemacht haben. Zippe ist es, oder was? Ja. Das wüsste ich. Der hat schade, dass du jetzt hier einfach so, während ich hier was am Erzählen war, Pascal, das ist einfach unhöflich, wenn man dann Leute tötet. Das ist unhöflich. Hat er jetzt gemacht? Ja, ich glaube aber schon. Was schon, aber du gemacht hast. Mal dann mach das. Nee. Ja, aber wie soll ich das jetzt, Augen. Ich bin unschuldig. Also wenn du das nochmal sagst, dann weiß ich, dass das stimmt. Bin unschuldig? Okay. Gut. Wären wir uns da ja einig. Oh, shit. Also Pascal hat Second Chance. Okay. Weiß nicht, wo er jetzt wieder kommt. Bei mir nicht. Hat eine Schrotflinte, vielen Dank. Trader Shop hat geleckt. Ach, das nein. Das stimmt also. Das ist nicht wahr. Okay, also immer wenn es leckt, ist es Pascal, der im Trader Shop. Der ist hinten bei dem anderen Haus. Nein, bin ich nicht. Oh, scheiße. Stefan ist, glaube ich, tot. Ohne mein Zutun sogar. Habe ich dich jetzt allen Ernstes noch nicht einmal getroffen? Oh mein Gott, Doch einmal. Echt? Nein. Aber nur ins Knie. Ins Knie. Was ist das für eine hässliche Musik, Alter? Wecker. Oh. Bin ja gerade ziemlich im Arsch. Meinst du? Kannst du mal eine Sekunde nicht auf mich schießen? Nein. Ging daneben, oder? Nein. Doch, ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Na gut, alles oder nichts. Thanos? Boah, so viel Geld habe ich nicht mehr. Alter, was ist denn? Bin ich dumm oder was? Ja, offensichtlich. Ah! War voll der Fail von mir. Meinst du? Sabu schon wieder runtergefallen? Ja, die ist aus dem Fenster gesprungen.
Warum macht denn die so einen Scheiß? Das sind Fragen, die ich dir nicht beantworten kann. Nochmal drauf, richtig. Ja, 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 ja. Oh. Aber Peter, warum hast du mich direkt am Anfang verraten? Was ist dein Problem, Junge? Man nennt mich auch Orakel. Oral? Weißt du, ich hau dich mit Baseballschläger und du direkt in der Platte. Ja, ich war ja noch am Leben. Ja und? Hättest du einfach mal die Fresse halten können. Hättest du. Ja. Einer mag petzen. So. Das ist der Grund, warum sie dich in der Grundschule immer verhauen haben. Warum sie dich in der Grundschule so verhaut haben? Ja. Wer hat da gerade Selbstmord begangen? Hä? Irgendwer hat sich aus dem Fenster gestürzt. Kevin, hast du eine Ahnung, wie hoch die Stahlpreise momentan sind? Nein. Die sind um 400% gestiegen. Aber das ist ja fast Blei. 100%. Blei. Das ist ja fast... trotzdem Metall. Ja. Blei. Blei. Trotzdem will ich wissen, wer sich da jetzt umgebracht hat. Okay, ich komm mit. Ist überhaupt jemand umgebracht? Ja, er hat sich alle aus dem Fenster gestürzt. Aber hat das gemacht oder war das nur... Das war Peter, weil Peter nicht redet. Das war ich nicht. Außerdem war das auch ebenfalls. Die habe ich noch nicht leer geschossen. Das war Peter. Ah. Das war Peter. Okay. Peter? So. Geschieht dir recht. Na toll, jetzt habe ich 40 Munition aufgehoben. 40? Na, oh, 40. Weißt du, wie lange das dauert, die wieder ins Nichts zu schießen? 40 so ein Kind. Ne? Alles, was hochgeht, kommt auch irgendwann wieder runter. Wenn das irgendjemand um den Kopf fällt, ne? Das tut weh. Ja, das stimmt. Dann kriegt er eine Beule. Das ist wohl wahr. Ja, das ist wohl wahr. Mann, lass mich doch meine Waffen leer schießen. Dann was. Schießt doch deine Waffen leer. Oder was, warum? Sabu, nein, nicht ach, Kevin. Ach nee, Pasquale. 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 Eine Pasquale. Eine Pasquale. Vor allem war da nicht ein Kopfschuss drin, so dämlich wie ich da rumstand. Boah, jetzt verkackt der sogar den Rainbow. Der war anders. Das ist traurig. Das ist traurig. War denn für ein Rainbow? Ach, da hinten. Ja, Stefan, komm. Noch unauffälliger geht's nicht, ne? Danke. Okay. Komm jetzt zu dir rüber, Stefan. Okay. Und dann versohle ich dir den Popo. Oh ja, geil. Dann lege ich dich übers Knie. Oh yeah. Geiler Shit. Und dann kriegst du 15 Schläge. 15? Nur? 15. Welchen Abständen? Sekunden. Na gut. Das klingt vernünftig. 7 auf die rechte und 8 auf die linke. Aua. Mach mal nicht. Kannst du nicht einen auf beide gleichzeitig dann? Nee. Warum? Weil ich nur eine Hand frei habe in der anderen, muss ich dich ja festhalten. Ah, ach so, okay, ja, gut. Ja, ist der Kevin auch schon tot? Ich vermute es, ich weiß es nicht, ich habe nicht getötet. Ja! Yeah. Ich habe die ganze Zeit an einer Stelle gehockt. Ich wollte auch mal campen, ihr Schweine. Und jetzt aber aufhören, oder was? Wie aufhören? Was für aufhören? Man soll aufhören, wenn es am besten ist. Also, die Hunde nicht ja, schlimmer. Hier ist aber alles scheiße, deswegen. Hätten wir gar nicht erst anfangen sollen. Also bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschö.